Zack. Vor allem, Markus, du hast gesagt, du packst nicht so viel rein. Jetzt ist die halbe Couch voll. Ja. Erkläre dich. Und er soll nicht zu viel erwarten. Also. Ciao und hallo. Dieses Video ist als Antwortvideo gedacht für Mero und Nicky Foxley, beziehungsweise für alle, die es interessiert. Ja, Nicky Foxley und Mero sind beide Wrestler, die ich vor allem von der ACW kenne, aber auch von NGW, GAW und so Konsorten, wo auch Nicky Foxley aufgetreten ist. Nicky hat einen sehr interessanten Kanal. Ich hoffe, ich kann ihn auch da oben verlinken. Und macht meistens so irgendwelche Sachen von ihrer Perspektive, so aus den, hinter den Fronten, hinter den Kulissen. Was ich sehr interessant finde. Also ich hasse nicht Funko Pops. Es wurde gesagt, ich hasse Funko Pops. Ich kann bloß mit den Dingern nicht so viel anfangen. Dann haben Mero und Nicky Foxy diese Mystery Funko Boxen, schwierige Wörter, bestellt. Und ich habe nur zugesehen und gedacht, wie sie ihm aus dem Fenster hinaus ihr Geld rausgeschmissen haben für irgendwelche Mystery Funkos, die sich dann als Sachen entpuppten, die wohl keiner gemocht hat. Ja, also von allen Serien waren so die schlechtesten Figuren, sage ich mal, drin. Also für mein Empfinden. Alles, was interessant war, davon die uninteressanteste Figur. Und ich habe gedacht, oh Gott, die quälen sich die Leute und auch der Mero und oh, ja, die Kommentare und so. Ihr könnt gerne mal diese Videos euch angucken auf Nicky Foxys Kanal. Und da hatte ich mehr spaßeshalber in einem Kommentar gemeint, dass ich ja verschiedene Sachen noch entdeckt habe durch Umzug und so, weiß ich auch nicht wohin damit. Und dass ich so viele verschiedene Boxen hatte von WrestleQuid UK und Loot Chest, Wootbox und so weiter. Ich werde euch das alles so ein bisschen verlinken in der Videobeschreibung. Deswegen deklariere ich dieses Video auch als Werbung. Ja, das, der kleine Hinweis sollte etwa in der Ecke kommen oder vielleicht hier. Und dann wollte ich noch ein bisschen erzählen, was es so für schöne Boxen gibt. Und auf meinem Kanal sind ja auch zwei, drei Videos, wo ich Boxen aufmache, zum Beispiel auch WrestleGrid oder die Green Lantern Box von, World's Finest Collection, ja, von Culturefly. Und da hatte ich halt verschiedene Sachen noch gehabt, mit denen ich nichts anfangen konnte, ja, anfassen konnte. Diese vielen Poster und Autogrammkarten und ja. Ich habe gedacht, komm, mache ich mal den beiden eine Box. So, spaßeshalber irgendwie. Die haben gesagt, ja, schick uns das Teil zu, wenn du magst und so. Wir machen auch gerne ein Video und veröffentlichen deinen Namen und so. Und ich so, ja, okay, wunderbar. Jetzt wissen auch alle, dass ich Markus heiße. Also, jetzt noch zu mir, kurz noch. Es wurde gesagt, dass ich Zotos heiße. Manchmal auch mit einer 3 hinten dran, manchmal auch mit anderen Zahlen. Ja, mit anderen Zahlen, das resultiert daher, dass es eigentlich drei verschiedene mittlerweile gibt. Ich bin eigentlich der Erste, deswegen hatte ich irgendwann gedacht, ich nenne mich vielleicht Zotos 01 so, oder 1 so als Erster, aber meine Lieblingszahl ist die 3 und habe ich auch oft, wenn ich mich irgendwo angemeldet habe und so, wo Zotos schon vergeben war, zum Beispiel auch auf YouTube, ist auch ein anderer Kanal von dem Namensvetter, habe ich gedacht, okay, dann hänge ich eine 3 hinten dran, weil alle guten Dinge sind 3. Ja, und so gibt es also mich als Zotos 01, Zotos 03 und Zotos 3 in diesen Varianten. Und so habe ich mich auch auf Twitter und Instagram auch angemeldet und nur so viel dazu. Ja, wie gesagt, Poster, Autogrammkarten sind dabei, viel Anime-Zeugs. Ich wusste zum Beispiel, dass Nicky Anime mag, Mero überhaupt nicht. Ja, und ich bin so ähnlich wie Mero. Nicht, dass ich es überhaupt nicht mag, sondern es ist oftmals mit einem Widerwillen verbunden, wenn ich mir Anime anschaue, weil ich mag dieses total Übertriebene eigentlich nicht so, wie es bei diesen japanischen Animes oft vorkommt. Da hatte ich dann von Gurren Langan, wo ich schon mal gehört habe, diesen Namen, so ein Artwork-Dings, mit dem ich nichts anfangen konnte, wo ich nichts wusste genau. Und wenn ihr versteht, ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man sowas als Vorlage braucht. Okay, vielleicht schneide ich das raus. Also auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist was vielleicht für Niki, die wird wahrscheinlich mehr damit anfangen können. Ja, die Maske war übrigens von dem Batman-Hut auf, nicht Joker-Hut auf, aber gut, Mero, gut erkannt. Insgesamt finde ich gut, dass du auch Comics magst. Ja, weil du auch Spider-Man mochtest und Nicky Fox die Anime, dachte ich, diese Spider-Man von dieser Anime, Spider-Man-Figur quasi, dass diese Mini-Funko euch vielleicht zusagt. Ich hatte da damals diese Überraschungs-Funkos gekauft, weil ich gedacht hatte, ich würde vielleicht Spider-Gwen drin haben und hatte dann auch Miles Morales mit drin als Fanboy und diese Anime Spider-Girl oder wie auch immer. Also diesen Roboter Spider-Man mit der
ja, mit dem Mädchen, das da drin sitzt. Diese Aufkleber von den Wrestlern sind eigentlich die T-Shirts vorher gewesen bei WrestleCreate, die dann als kleine Aufkleber rauskamen. Das war ja auch mit dem Lucky Kid in den, wie gesagt, wurden es 90er-Jahre-Style Anime gehalten und so. Das war vorher ein T-Shirt, einen Monat später gab es ihn als Aufkleber. Ich kann halt mit vielen Aufkleber-Pins und sowas alles nicht so viel anfangen. Da leite ich direkt über zu den Pins. Da waren verschiedene Konsorten drin. Marrow, wahrscheinlich wolltest du nicht sagen, dass der Jackie-Pin dir zusagt, weil du das auch magst oder so. Ja, oder vielleicht war es auch irgendein Sender. Naja, gut. Auf jeden Fall ist da auch ein S4-Pin drin, weil ich in S4 in Bosnien war, also das ehemalige Jugoslawien nach dem Krieg. Und gab es ja verschiedene Einsätze von der NATO. Also zweimal war ich dort in Bosnien unten. Und ich dachte, das wäre vielleicht interessant, so am Rande, falls Niki etwas davon gehört hat oder so. Sie hat ja jugoslawische Wurzeln, sage ich mal. Cultaholic war auch so ein Pin, der mir nicht so zugesagt hat. Ich habe an eure Reaktion gemerkt, dass das halt nicht so euers ist. Vielleicht könnt ihr es weiter verschenken. Alles, was ihr da bekommen habt und so, könnt ihr auch gerne weiter verschenken. In den Kommentaren sieht man auch bei euren Videos oftmals, dass es jemand anderen gibt, dem das irgendwie zusagt oder interessiert. Ja, das Glas von Flash war eins der Sachen, die ich eigentlich behalten wollte ursprünglich. Das ist auch von Cultureflies Box World's Finest DC Collection. Da gab es eine Flashbox. Allerdings ist die nicht Waschmaschinen geeignet, steht aber auch drauf. Und nicht Waschmaschinen. Spülmaschine heißt das, ne? Und ich spüle halt nichts von Hand. Das mache ich nicht. Und ja, weil ich schon so viele Tassen und Gläser habe, auch von den unterschiedlichsten Sachen und so, war das einfach irgendwie zu viel. Und ich habe gedacht, vielleicht freut es euch, so ein Pint-Glas zu haben. Ja. Und eure Reaktion zu entnehmen, war das doch ein Treffer. Ja, Block und Stifte sind aus dem Deadpool-Comic zum Mitmachen, so ein Abenteuerspiel-Comic. Du bist Deadpool, der Comic zum Mitmachen. Ja. Und daraus habe ich halt die Stifte. Der Comic selbst mit den Stiften und so gibt's noch auf Deutsch erhältlich für 20 Euro. Das war mir jetzt nicht wert, das Ganze reinzulegen, sage ich mal, weil ich den Comic gern behalten wollte. Aber die Stifte hatte ich nicht genutzt gehabt. Und ich habe mitbekommen, dass Marrow so ein bisschen Deadpool-Fan ist. Und habe gedacht, komm, tu's auch mit dabei, weil sonst liegt's bei mir sinnlos herum. Ich hatte aber auch den Block von Mafia und die Stifte dazugelegt, wie auch dieses Probespiel von Seelenfänger, weil das ist ja alles miteinander verbunden. Man braucht einen Block, man braucht Stifte, man braucht Würfel. Es ist so ein Einführungsabenteuer, was Seelenfänger so ist. Und ich hatte damals das Fanpaket geholt von Startnext, glaube ich, heißt das. Ne? Da gab es eine Crowdfunding-Aktion für Seelenfänger. Kann ich euch vielleicht auch mal verlinken, alles in der Box, ja? In der Videobeschreibung. Davon ist auch das große Artwork von der Künstlerin, die für dieses Rollenspielbuch auch die ganzen Sachen gezeichnet hat und so. Ich fand's super. Wie gesagt, ich kann bloß mit Poster an den Wänden nichts mehr anfangen. Ich bin nicht mehr in dem Alter, sage ich mal. Ja, sonst würde ich mir alles zugleistern, wie damals in meiner Jugend. Deswegen dachte ich, vielleicht freut's euch, vielleicht habt ihr Interesse an sowas oder alles, was ihr da habt, könnt ihr auch gerne weiter verschenken. Bevor es bei mir sinnlos rumliegt, dachte ich, ich mache euch eine Freude und pack's mit ins Paket rein. Das geht ja, wie gesagt, für alles. Diese WWE-Chips, schade, Marrow, dass du sie nicht geworfen hast. Du warst kurz davor, wäre vielleicht cool gewesen. Ja, ich habe einfach zu viel von diesen ganzen Chips damals gesammelt. Das war so die Zeit, wo ich mich in Poker ein bisschen eingelesen hatte. Und dann gab es WWE-Chips, Poker und Wrestling. Dachte ich, das passt super zusammen. Dann mache ich mir einen eigenen Chips, den Chip, den ich mir aussuche. Ich habe auch den Undertaker, den ich wollte, habe ich auch gefunden irgendwann. Und hat den so als, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eure Karten schützen wollt, dann macht ihr so einen Chip drauf. Als so einen Chip habe ich das benutzt, im Poker quasi. Aber es liegt eigentlich seit Jahren nur noch alles im Schrank. Und dann habe ich gedacht, pack die auch dabei. Das war's im Prinzip. Abschließend wollte ich noch sagen, Green Lantern, Marrow, super, dass du Fan bist von Green Lantern. Die neue Reihe kannst du gerne lesen. Super empfehlenswert. Es gibt bei Panini die neue Serie von Grant Morrison. Ja, Grant Morrison, der fast in einem Atemzug mit Alan Moore verglichen oder erwähnt werden kann. Der schreibt die neue Green Lantern Serie. Da gab es erstmal die Season 1 in Englisch und dann gab es 3 Ausgaben Black Stars und dann gab es die Season 2. Und vor allen Dingen die Season 2, die noch auf Deutsch übersetzt wird, die ist sehr empfehlenswert. Da werden auch sehr alte Sachen wieder aufgeräumt oder zurückgeholt von Green Lantern.
und zu einem Ende gebracht. Und Grant Morrison ist ja wirklich ein Genie, dass er das ganze Kosmos und alles überblickt und wirklich da Fäden zusammenzieht. Man muss nicht alles kennen. Es wird alles so ein bisschen erklärt in der Geschichte und so. Ich finde das super. Wenn es dich interessiert, gerne mal in der aktuellen Green Lantern-Serie reingucken. Also Paperback 1 und 2 sind schon draußen. Der Trade Paperback 3 wird bald kommen. Mit bald meine ich Monate bald. Und falls ihr nicht wisst, was ein Trade Paperback ist, ihr kennt diese Heftchen, wo 1, 2 oder 3 US-Ausgaben drin sind und die werden quasi anstatt kleine Heftchen rausbringen, direkt gebündelt die US-Ausgaben in einem etwas dickeren Heft, was ein Paperback, also ein Papierrücken heißt, ja, und ja, hat so ein Rückenschild, auch so ein schmales, und da sind meistens so 4 bis 8 verschiedene US-Hefte drin. Aber Black ist nicht offen. Du weißt. Und super, dass du die Blackest Night kennst, das größte DC-Event in der Zeit. Und ich muss kurz nochmal zurückspulen zu dem Film, was vor Blackest Night bei mir gewesen ist, ist, dass ich Anfang 2005 etwa ausgestiegen bin, so generell bei vielen Comics, weil es mir einfach zu viel wurde, meine Interessen hatten sich ein bisschen gewandelt, das Geld saß nicht mehr so locker und da hatte ich noch, ich hatte auch ein paar Lücken drin in meiner Sammlung, ein paar Verzögerungen, sage ich mal. Ich war nicht immer auf dem aktuellen Stand 2005. Und meines Wissens war da noch Kyle Rayner, die Green Lantern. Als ich dann 2011 den Film gesehen habe, ich fand den Film nicht mal so schlecht an sich. Ich fand ihn nur schlecht von der Story. Und was Ryan Reynolds, wie ihr gesagt habt, auch machen musste und wie das überhaupt sich alles da ausgespielt hatte. Parallax kannte ich nur als Hal Jordan, weil Hal Jordan wurde wahnsinnig, wurde verrückt, wollte die Macht des Green Lantern Corps für sich benutzen, um seine zerstörte Stadt Coast City zurückzuholen mit allen Freunden und Verwandten, die er dort drin hatte, die er gelassen hatte dort. Und hat sich dann mit den Guardians, also mit den Wächtern des Universums angelegt, hat kurzum alle umgebracht, ist richtig, also richtig durchgedreht, richtig böse war das. Viele Fans hatten das auch nicht verstanden damals. Und sein Erbe hat dann Kyle Rayner angetreten. Hal Jordan war dann tot. Und dann sehe ich diesen Kinofilm und habe gedacht, Parallax ist eine Kreatur. Hal Jordan war doch Parallax. Und also ich habe auch Videos dafür auf meinem Kanal davon gemacht und könnt ihr gerne mal reinschauen. Deswegen hatte ich auch ein paar Schwierigkeiten, den Film überhaupt als gut zu finden. Und Hal Jordan war nicht so der typische Hal Jordan auch in dem Film. Hal Jordan ist dann öfters lieber weggerannt und hat andere Sachen gemacht, anstatt sich den Gefahren zu stellen und den Sachen und sich mit den Bösen und so weiter und so fort auseinanderzusetzen, weil seine Verantwortung und so. Ich fand das im Film halt ein bisschen, naja. An sich war er nicht schlecht. Das Kostüm hätte ich jetzt vielleicht auch nicht animiert und ich hätte kotzen können, als ich im Deadpool Trailer gesehen habe, wie Ryan Reynolds gesagt hat, ich tue alles, nur mach mir kein grünes Kostüm und nicht animiert. Ja. Also wer das kennt, diese Szene auch aus dem Film. Das war so ein kleiner Seitenhieb, der mir so in die Magengrube gelandet ist, weil ich wirklich ein Green Lantern-Fan war und dem Film entgegengefiebert habe und den nicht so als geglückt empfand. Ja. Und das hat einen Ryan Reynolds schön noch servieren können in seinem Deadpool. In Deadpool 2 hat er ja auch sich selbst erschossen, als er das Skript für Green Lantern bekommen hat. Ja, wer trotzdem einen Green Lantern Film sehen will, den muss ich auf die animierten Filme hinweisen, auch wenn ich keine animierten Filme mag, aber das DC-Universum mit diesen animierten Filmen, das kann man wirklich empfehlen. Green Lantern First Flight zum Beispiel oder Emerald Knights, sehr empfehlenswert. Also Marrow, zugreifen, reingucken. Das war es im Prinzip auch von dem Antwortvideo. Ich wollte jetzt nicht zu ausschweifen mit Green Lantern. Das passiert noch manchmal bei mir und bei meinen Videos und so. Ich sehe es auch auf meinem Kanal. Ihr seid herzlich eingeladen, mehr Videos von mir zu sehen auf meinem Kanal, überall rumzuskippen oder so. Und ich finde es gut, dass die Box so gut bei euch angekommen ist. Es war halt vieles, was ich nicht gebraucht hatte, aber das habe ich schon zu oft erwähnt eigentlich. Okay, macht's gut. Und ich werde alles nochmal verlinken, hier oben, da unten und so weiter. Haut rein, macht's gut. Ciao.